Okay, da haben wir auch hier auch alles erkundet soweit. Yep. Dann geht's nach oben. Yep, da ist auch nichts. So. Und da waren wir auch schon. Jetzt hier lang. Mist, zu den Truhen kommen wir nicht. Vielleicht hier. Was bekommen wir diesmal? Ein Schneeamulett. Ich frage mich, wozu die gut sind. Aber kommen wir hier nicht vorbei? Oder nach oben? Irgendwie auch nicht. Gut. Und hier sind noch mehr Fässer. Die Stadt besteht nur noch aus Fässern. Überall, wo man hinsieht, nur Fässer. Ich hoffe, das sind keine Bierfässer, sonst kriege ich ein ganz anderes Bild von dieser Stadt. Nee, da oben kommen wir irgendwie nicht hin. Okay, hier ist auch kein geheimer Eingang oder irgendwie sowas. Gut, dann geht's hoch. Moment, ich habe vergessen, mit dem Typ da zu reden. So, ich bin ein Ritter von Prinz Edwards Gericht. Okay. Ah. Die Musik ist zwar sehr angenehm. Der Prinz ist ein charmanter junger Mann. Die Musik ist einfach schön. Habe ich Lust, da zuzuhören. Ich habe Angst, wenn ich jetzt da reingehe, dass die Musik dann aufhört. Deshalb schauen wir uns das den Wasserfall an und bleiben eine Weile hier. Okay, es geht wieder von neuem los. Dann gehen wir jetzt rein. So. Ah, hier ist so ein Esszimmer. So ein Esssaal, ja. Ich bin sehr beschäftigt, um zu reden. Sind wir das nicht alle? Die Treppe gehe ich jetzt nicht runter oder hoch. Erstmal gucken wir uns auf dieser Etage um. Ah, das muss Prinz Edward sein. Ich werde heute meine Braut am Ball, Tanzball, heute Nacht wählen. Also ich wähle heute meine Braut. Das, was er sagt. Das sieht mir auch eher wie ein Waffenladen aus. Willkommen zu der königlichen Waffenladen, glaube ich. Wenn du irgendwas siehst, was du magst, dann frag ruhig. Ciao. Tschüss.
40.000, das wird ja mal besser. Okay, ein Blitzring und ein Giftring. Ja, da brauchen wir, müssen wir aber noch ein bisschen sparen. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Was hat er denn so Schönes? Ein Schild für Devin. Alles nur für Devin. Gut. Also ihr wisst, was jetzt gleich kommt. Also die nächsten Folgen. Bereitet euch schon mal vor. Holt schon mal ein Kissen und eine Decke. Und einen Platz zum Schlafen, weil das wird nicht sehr spannend sein, wenn ich hier ein bisschen Gold farme. So. Was haben wir hier? Ein Vorhang, können wir das öffnen? Anscheinend nicht, und da hinten ist eine Truhe. Da muss irgendwas Wertvolles sein. Vielleicht Gold. Oder Juwelen. Diamanten. So, da hätten wir hier auch alles erkundet. So, dann mache ich mal so ein paar Quests hier, bevor wir zum Schrein gehen. Whiskey Jack. Ich habe nie von dem Namen gehört. Okay, dann gehen wir erstmal zurück nach Thais. Zu dem Jungen. Und bringen ihn zurück zu seiner Mutter. Der Junge hat schon lange genug ohne seine Mutter gelebt. Unterwegs trainieren wir. Vielleicht ist eine gute Idee, ein paar Mana-Attacken, also Skills, anzuwenden. Ach so, diese Ringe und Amulette sind Attacken, die man benutzen kann. Okay, vielleicht ist es doch keine gute Idee. 32 Gold. Ja. Vielleicht trainieren wir später. Für den Zauber würde ich gerne besiegen. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Komm schon. Und speichern, bevor was passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ganzen Attacken vom Zauberer gleich kommen werden. Weil der Zauberer hat gerade gar nicht angegriffen irgendwie. So. Ja, die können wir noch mitnehmen. So 40.000 und die ganzen anderen Sachen, die ziemlich teuer sind, die alle zu bekommen, wird eine Weile dauern, denke ich mal, bis wir das ganze Geld haben. So, schon sind wir in Thais. Jetzt muss ich den Jungen irgendwie finden. Ist er bei einem Waisenhaus oder hier nördlich, glaube ich. Und gleich können wir auch hier Kaserlief kaufen. So.
Oh nein, jetzt habe ich 3 Stück gekauft, aber wir werden glaube ich öfter sterben, deshalb ist es halb so wild. Dann, ich glaube, der war hier irgendwo, oder? Da ist ein Mädchen, aber wir suchen einen Jungen mit braunen Haaren. Gut, dann ist er wohl im Waisenhaus. Ich meine, dass er weggelaufen ist. Also vom der Frau im Waisenhaus. Ah, vielleicht ist er das. Nee. Hier ist er auch nicht. Moment, da ist ein Fass. Ist hier noch was drin? Gut, gut, dass wir nachgeguckt haben. Wo ist der? Da ist er auch nicht. Wo ist der nur hin? Nee, hier auch nicht. Und hier sind ja nur die reichen Leute. Sir Pellert. Okay. Wo ist der nur? Das ist die Schule. Da ist er bestimmt nicht. Ah, da ist er ja. Ich habe nur nicht richtig nachgeguckt. So. Ich bin, ja. Das kennen wir alle schon. Henry, wir denken, dass wir deine Mutter gefunden haben. Würdest du nicht uns... Würdest du... Ja. Willst du, dass wir dich zu ihr bringen? Du hast meine Mutter gefunden? Ja, ich würde gerne. So, dann haben wir noch einen vierten Mann. Oh ja. Dann belegen wir sie erstmal wieder. Check. So, dann gehen wir erstmal schlafen. Ja, der Junge ist jetzt in unserem Inventar. Wir nehmen ihn jetzt in den Rucksack mit. So. Jetzt geht's zurück nach Kanda. Ich überlege gerade, wie wir jetzt am besten leveln. Weil die Monster in Kanda sind ziemlich stark. Da kommen wir nicht weit voran, ohne dass jemand stirbt. Aber diese Situation hatten wir ja schon mal. In Devonshire. Wenn ihr euch erinnert. Deshalb denke ich mal, dass wir jetzt in Kanda, also dass wir gleich in Kanda trainieren werden. Und wir bekommen ja auch genug Gold, um die Cassia Leaves zu kaufen. Ja, wenn wir schon da sind.
So, ein Black Oak Stuff. Ne, das soll. Okay. Devin und Tale sind jetzt Level 19. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Dann benutzen. Nochmal benutzen. So. Ich glaube, Jack belebe ich erstmal nicht wieder. Wenn er ein bisschen höher gelevelt ist, dann lohnt es sich vielleicht mehr. Gut.